Hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan, beziehungsweise lieber Abuna Semai. Wieder herzlich willkommen. Du nimmst noch einmal teil bei der zweiten Ausgabe zu unserem The Awakening Summit. Dieses Mal heißt er The Peaceful Awakening Summit. Du hast ein bisschen beigetragen beim ersten Summit, zum Entstehen dieses Summits mit deiner Friedensmeditation. Und es geht bei diesem Summit um den Frieden. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit, dass du jetzt da bist und dir ein bisschen Zeit genommen hast, hier mit mir über den Frieden zu sprechen. Ja, hallo und alle zusammen, hallo. Ja, Stefan, meine erste Frage ist ganz einfach, persönlich sozusagen. Wir haben hier verschiedene Beiträge, verschiedene Speaker, jeder hat so seinen Zugang. Hat Frieden eine große Bedeutung für dich, beziehungsweise woher kommt die Bedeutung, die Frieden für dich hat und welchen Platz nimmt eben Frieden in deinem Sein, in deinem Wirken ein? Du meinst am Anfang, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, ja? bei der Frage könnte ich jetzt schon eine halbe Stunde erzählen. Ich sehe es jetzt nicht nur persönlich, ja, weil ich finde, das ist nichts Persönliches, aber da das die Frage war. Ich für mich habe lange mit ganz vielen früher irgendwelche Techniken gearbeitet, jegliche Couleur, kann man vielleicht sagen, alles von Psychologie bis Schamanismus, und habe halt gemerkt, dass wenn etwas funktioniert, irgendwie das Gefühl immer war, dass der Kern, warum das funktioniert, irgendwie immer gleich war, aber die Verpackung war halt immer unterschiedlich. Und ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, also wirklich jahrelang nicht verstanden, und dann tiefer nachgeforscht und auch meditieren kennengelernt, weil meditieren war für mich auch nur irgendein Wort, was soll das bitte sein, ja. Und war auch nicht einfach, war, da gibt es ja auch Millionen Angebote und vieles davon, finde ich, ist keine Meditation, heißt aber so. Anyway, ich habe dann entdeckt, für mich entdeckt und behaupte, das ist auch universell, weil halt denen ich das halt dann zeige, die das lernen wollen, als die gleichen Erfahrungen machen, dass der Kern, ein Kern, ja, sag ich mal so, Friede ist, wenn man eine Veränderung haben möchte. Warum das so ist, habe ich auch lange dran geforscht und so und erkannt. Und die wichtigste Erkenntnis für mich persönlich war ich habe zum Beispiel, also bedingungslose Liebe ist jetzt ja kein ungewöhnlicher Begriff, aber ich habe das nie wirklich verstanden. Ich mag es nämlich gerne praktisch. Ja? Also es klingt immer schön, aber wie mache ich das? Und warum, wieso ist das, wird das nicht getan? Und warum sieht die Welt anders aus, obwohl alle davon sprechen, dass es so schön sein soll? Ja? Aber mir fehlt das Bodenständige so ein bisschen an diesem Begriff. Und ich habe gemerkt, dass also die Essenz der letzten Jahre, kann man vielleicht sagen, seitdem ich hier unterwegs bin mit diesem Ganzen, dass um eine Bedingungslosigkeit hineinzubekommen in die Liebe, brauchst du den Frieden, ja, diesen Allfrieden mit allem, sonst ist die Liebe sofort bedingt. Das heißt, wenn du liebst und bist nicht im Frieden, bist du sofort im Verlangen. Fertig. Also wenn du also bedingungslos lieben möchtest, brauchst du dafür zwingend den Frieden. Das sind genau genommen, wenn man so will, zwei Seiten einer Medaille und die gehören zusammen, sonst wäre es das nicht. Und alles andere hat den Namen Liebe nicht verdient, sondern ist irgendwas anderes. Ja? Aber wenn du von Liebe sprichst, brauchst du den Frieden, wenn man so will. Ja, die gehören zusammen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie für mich ein spirituelles, schönes Konzept, von dem man viel sprechen kann und so weiter, sondern das ist handfest anwendbar für absolut alles, was einen im Leben beschäftigt. Wenn ich irgendetwas mehr in meinem Leben haben möchte, kann ich sagen, brauche ich die Liebe dazu, weil Liebe wirkt nämlich gravitativ. Habe ich so entdeckt, anziehend, während Frieden das Gegenteil ist. Wenn ich etwas nicht in meinem Leben mehr haben möchte, brauche ich den Frieden, weil Frieden wirkt abstoßend. Ich nenne es halt magnetisch im Sinne von der abstoßende Seite im Verhältnis zur anziehenden Seite. Also Liebe wirkt gravitativ, wenn Frieden magnetisch abstoßend wirkt. Und das wirst du merken, wenn du irgendeinen Menschen hörst, der ein Problem hat, irgendein Thema hat, Dämon, ja, egal wie du es nennst eigentlich, dann wirst du merken, die Essenz, dass das noch da ist im Leben, ist, weil dieser Mensch im Unfrieden damit ist, was da ist, was immer das sein mag. Es kann Gedanke sein, Emotion sein, ein Umstand sein. Es ist immer enthalten ein Unfriede. Den findest du immer bei einem Thema. Und wenn der Mensch in den Frieden kommt mit diesem Thema, dann verschwindet es einfach. Ja? Weil das nämlich ein Mechanismus ist, behaupte ich, und nicht nur irgendein spirituelles, nettes Irgendwas. Ja? Sondern das ist ein Prinzip, wenn man so möchte. Ersten Summit hast du angeboten, die Friedensmeditation. Die ist auch nur zugänglich und nachzuhören. Und sie ist wunderbar zu praktizieren und mitzugehen und mitzufühlen. Und du hast da einen theoretischen Input auch reingegeben und erklärst unter anderem,
um in Frieden zu sein, es wird nicht funktionieren, Frieden zu erzeugen zu wollen. Und das wäre jetzt auch gerade wieder so eine passende Frage. Hört sich ja eben, wie man hatten, Theorie und Praxis schön an. Und jetzt werden sicher viele da sitzen, okay, cool, ja, gib mir mehr davon. Und wie komme ich jetzt in den Frieden gerade? Dann natürlich, das ist Frage B dann in schlimmeren Situationen, wenn man rausgerissen wird und gerade die Kontrolle abgegeben hat, um nicht diesen Frieden zu erzeugen. Wie komme ich dahin? Ja, es gibt einige Brücken da draußen, die man lernen kann, dass sowohl in den Beobachter zu gehen hilft dir, als auch in die Hingabe zu gehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux an dem Ganzen auch, weil jetzt wird es halt ein bisschen verrückt, dass ich mich dem hingeben soll, was ich eigentlich nicht will in meinem Leben. So, ja. Das ist im Grunde der Frieden. Was nicht bedeutet, dass du deswegen in die Ohnmacht gehst oder in die Teilnahmslosigkeit, Apathie, wie man das auch nennen möchtest, sondern das machst du im Grunde ganz aktiv. Es ist zusammengefasst, es ist nicht ganz korrekt jetzt, ja, aber rein für die Praxis, jetzt für den Alltagsgebrauch erstmal ausreichend, das ist nämlich für die meisten schwierig genug, zu schauen, in welchem Zustand bin ich denn oder muss ich gehen, wenn man so möchte, um nicht zu reagieren. Weil ich muss halt verstehen, wie die Welt im Grunde erschaffen ist. Und es, für mich ist die Welt eine große Kopiermaschine. Das ist Schöpfung. Was du drauf gibst in die Schöpfung, das wird produziert. Du kannst es nicht entfernen aus der Schöpfung, weil das Ganze ein Nullsummenspiel ist. Aber was du tun kannst, wenn du etwas nicht wiederholen möchtest, ist einfach das Ding nicht zu bedienen. Das heißt, nichts in die Kopiermaschine reinzugeben. Bedeutet, nicht zu reagieren. Das heißt, wenn ich reagiere, remanifestiere ich etwas. Wenn ich also irgendeine Angst habe oder irgendeine Situation habe und reagiere darauf automatisch, heißt das, dass ich das wieder in die Kopiermaschine reingebe. Genau das, was ich eigentlich gar nicht will. Das heißt, mein erster Job wäre, mal in mich reinzuspüren, was reagiert denn da eigentlich? Und da wirst du merken, das ist nicht dein Gesamtsystem, was da jetzt hochfährt, in der Regel zumindest, ja, und irgendwie da jetzt aktiv wird, sondern das sind irgendwie vielleicht ein komisches Bauchgefühl oder irgendwelche Gedanken, die da sich drehen. Das sind bestimmte Stellen in deinem Geist, in deinem Körper, die jetzt anfangen, da irgendeine Maschine hochzufahren, die versucht, das wieder zu kopieren, ja, was da gerade passiert ist, indem es reagiert darauf. Und da gibt es den schönen Trick, es geht nicht darum, dass du das, was da passiert ist, das jetzt geistig ist wie eine Angst oder Außensituation, dass du die erstmal irgendwie behandelst, sondern dass du dir anschaust, Moment mal, wo ist denn das in mir, was diese Reaktion, die ich da erzeuge, diese Gedankenzüge oder diese Emotionen, die da kommen, beobachtet. Ich bin nicht meine Emotion, ich bin der, die Emotion wahrnehmen kann. Dann habe ich dann schon wieder zwei. Dann habe ich die Emotion, Angst zum Beispiel, obwohl der ist vielleicht ein bisschen am Anfang etwas schwierig, vielleicht eine Traurigkeit, vielleicht eine Wut, einfacher am Anfang. Also von wo aus kann ich denn jetzt friedlich damit sein, dass etwas in mir gerade wütend ist. Also die Erkenntnis nicht, ich bin wütend, sondern etwas in mir ist wütend, wie irgendein Bauchgefühl, was da jetzt automatisiert, ohne dass ich das eigentlich wollte, aktiv wird. Und damit im Frieden zu sein, dass das, jetzt ist das viel verrückt, ja, dass das völlig okay ist, dass ich gerade wütend bin. Die allermeisten werden feststellen, dass wenn sie irgendetwas haben im Leben, was sie nicht wollen, dass das eh passiert, ja, irgendeine innere Geschichte, und dass sie dann aber sich dabei schlecht fühlen, von wegen, ah, ich darf doch jetzt so nicht sein, oder Widerstand leisten auf irgendeine Art und Weise, irgendwie sich dabei ungut fühlen, sich selbst kasteien, von wegen, ich darf nicht so sein, ich darf nicht so denken, bin ich jetzt wütend, ne? Dass es einfach nicht mal sein darf, wie es ist, weil wenn du wütend bist, dann bist du wütend, ne? Also wenn du, die Milch verschüttest, dann ist die Milch verschüttet. Und das ist hier das Ähnliche, wenn es passiert ist, ist es passiert. Und da wäre Schritt Nummer eins, zuerst mal reinzuspüren, sich zu fragen, okay, außen ist was passiert. Deswegen nehme ich erstmal noch an, ich bin deswegen wütend, was da außen passiert ist. Und dann noch einen Schritt rauszugehen und sich zu fragen, von wo aus kann ich denn diese Wut in mir beobachten, einfach nur fühlen und mit der mal nichts machen. Die meisten versuchen diese Wut immer, mit immer irgendwas zu machen. Entweder widerstehen, indem sie halt irgendwie die ignorieren oder irgendwas, oder sie wollen damit irgendetwas anderes antreiben. Und ich sage, genau das ist der Fehler, mit der irgendwas zu machen, sondern nichts zu tun. Zu fühlen und mal nichts extra zu machen. Im Wissen, dass diese Maschine, die da läuft, zum Beispiel bei Wut, jeder Automatismus verbraucht sich dadurch, indem er läuft, weil das Ding hat kein Eigenleben, kann man so sagen, sondern es wird durch dich belebt. Es braucht dich, um zu sein. Und wenn du es einfach nur beobachtest, ist das wie ein Film, der fängt an, der läuft eine Weile, aber der geht auch vorbei. Und dann wirst du merken, wenn du das vielleicht 10, 20 Mal gemacht hast,
dass dann diese Wut immer schlechter greift. Das heißt, du spürst sie vielleicht noch, aber du kannst viel freier entscheiden, gebe ich dem Ausdruck oder nicht. Das ist ja schon mal der erste Schritt, dass ich merke, es ist noch Gefühl, ist vielleicht noch da, aber ich muss dem jetzt nicht mehr zwangsläufig irgendwie eine Stimme geben oder einen körperlichen Ausdruck geben. Ich habe das schon mal so getrennt durch dieses Beobachten der Wut. Und wichtig ist der Seinlassen der Wut, weil wir dürfen wütend sein. Das ist kein Fehler im System. Und das ist das, was die meisten, finde ich, irgendwo falsch haben, dass sie glauben, es gibt Fehler in der Schöpfung, es gibt Fehler in ihrem Sein. Angst zu haben ist falsch, jenes zu haben ist falsch, wo ich sage, das darfst du alles, du bist ein göttliches Wesen, du darfst alles. Ja? Und dann zu behaupten, das darfst du aber nicht, das kostet dich sofort deine Göttlichkeit. Und das ist das viel Schlimmere als die Wut. Schöpfung, die Kopiermaschine, kommen die Dinge, die Episoden, die Wahrnehmungen, die Wut, die Angst, was auch immer, um befriedet zu werden, um den Frieden zu finden, um zur Ruhe zu kommen? Jein, sage ich mal dazu. Da fragst du ganz genau genommen gerade nach dem Sinn des Lebens, und zwar des gesamten, also der Schöpfung an sich, ja. Das deute ich jetzt mal nur am Rande an. Das ist einfach erklärt jetzt für den Hausgebrauch. Für wen ist ein Buch geschrieben, ja? Für wen ist ein Kinofilm gemacht worden? Für den Zuschauer. Das heißt, wenn du irgendwas in deinem Leben erlebst, und jetzt wird es auch vielleicht für einige ungemütlich, auch wenn hier nicht nur Anfänger sitzen, denke ich mal, dass ich, meine Erfahrung ist, dass alles, was ich erlebe, das habe ich irgendwo mal bestellt. Sonst könnte es nicht auf irgendeine Art und Weise in mein Leben treten. Ja, das mag ganz lange her sein. Das mag ich schon längst vergessen haben, wo das passiert ist, wo ich das bestellt habe. Aber meine Erfahrung ist, egal was das war, das passiert nur, weil ich das, jetzt wird's irre, ja, weil ich das so wollte. Selbst die krassesten Sachen. Und das Schöne ist, wenn das stimmt, was ich sage, heißt das ja, Moment mal, wenn ich das so machen kann, kann ich es auch anders machen. Und ich kann es auch dann entfernen. Also die Opferrolle kommt komplett weg, wenn ich die Verantwortung übernehme für alles in meinem Leben. Ja, so krass das fürs Ego sein mag, aber das ist im Grunde die Garantie, dass du überhaupt einen freien Willen hast. Und dann zu sagen, okay, das, was in meinem Leben passiert, das wird mir quasi wie so ein Film, den ich bestellt habe, zugeführt. Ne? Warum? Weil ich den erleben wollte. Wie ich in den Kino gehe, weil ich den Film sehen will. Wir haben halt, unser Körper, meiner Erfahrung nach, ist eine Art Multi-D-Kino. Jede Zelle ist ein Mini-Projektor, der alle möglichen Dinge machen kann. Und wir sind quasi mittendrin im Film. Wir sind nicht nur, das ist nicht vor uns eine Leinwand, sondern wir sind drin. Das ist unser Kino hier, ja. Das ist der physische Körper, unter anderem. Und der ist dazu da, die Show ablaufen zu lassen. Das heißt, mein erster Punkt wäre zu sagen, okay, was in mein Leben tritt, das tritt in mein Leben, weil ich das mal irgendwann irgendwie so wollte. Klar habe ich vielleicht ganz bescheuerte Dinge bestellt, ja, also die vielleicht sehr unharmonisch sind, weil ich nicht weiß, wie man mit umgeht mit der Schöpfung, aber es ist halt immer passiert. Da übernehme ich die Verantwortung dafür. Und dann, jetzt wird es auch nochmal irre, da ist der Frieden wieder enthalten. Wenn du jetzt mal als Trick, wenn du jetzt irgendwas hast wie einen Schmerz oder eine Emotion oder dergleichen und dich mal entscheidest, das zu genießen, diesen Horrorfilm zu genießen, was dann in Wahrheit passiert ist, dass du nicht mehr widerstehst, sondern dass du ihn konsumierst. Und dieses Konsumieren ist ein Integrieren. Der Film denkt sich, endlich kann ich machen, warum ich überhaupt erschaffen worden bin und für den es auch erschaffen worden ist. Ich darf mal komplett die ganze Chose quasi mal ablaufen lassen und ich mache mal als der Wahrnehmende meine Bestellung mal gar nichts, sondern sag, mach deine Show, ich fühle dich durch, bis du komplett das ganze Schauspiel durchgezogen hast. Und dann wirst du merken, ist das Spiel irgendwann vorbei. Das heißt, dieses Genießen, dieses im Frieden sein und dieses Genießen führt es in die Entropie. Ja, dieser Widerstand sorgt dafür, dass es erhalten bleibt, während wenn ich es genieße und mal gar nichts mache, endlich mal das Ganze zu Ende kommen kann. Hier sind nämlich, gibt es einen schönen Spruch, der ist jetzt nicht von mir, ja, dass wir der Schöpfer, der Genießer und der Zerstörer von allem sind, was wir erfahren. Wo ich sage, genau. Aber wir haben es halt erschaffen, meistens vergessen, dass wir das machen. Jetzt kommen wir in die Ernte, in die Frucht, die meisten dann irgendwie nicht genießen, wenn sie unschön ist, ja, weil sie einfach bitter ist, wo ich sage, auch die hast du genauso bestellt, also übernimm die Verantwortung. Und sobald ich die genieße, geht die in die Vergängnis über. Also der Friede damit, dass es so ist, wie es ist, und der Genuss daran, behaupte ich, sorgt dafür, dass die Entropie überhaupt greifen kann, damit das irgendwann mal vorbei ist. Würdest du, ist Frieden immer da? Kann man sagen, Frieden ist? 100%ig. Das wird jede Meditation einen lehren, behaupte ich.
Ich sag's mal so, Abuna Semai heißt übersetzt Vater der Herzen, und ich habe mal also mir angegeben worden, ja, was es überhaupt bedeutet, dass es einen Schöpfungsbereich gibt. Das ist der allererste Schöpfungsbereich, der heißt auch Heimat. Der hat eine einzige Aufgabe, dass die göttlichen Qualitäten über alle Schöpfung verfügbar sind. Das heißt, wenn sie nicht da wären, gäbe es dies, würde es gar nicht existieren. Und das ist jetzt nicht nur Friede, das ist auch Liebe, das ist auch grundlose Freude, das ist Bewusstheit und das ist Energie. Das sind so die Qualitäten, für die diese Ebene sorgt, dass das überall in Schöpfung verfügbar ist. Und das ist aber jetzt das Schwierige. Ja? Jeder hat jetzt ein bisschen so die Aufgabe, dass wenn du in deinem Leben ein Thema hast, egal wie leidvoll das sein mag, ja, das kann richtig Horror sein, trotzdem den Frieden darin zu erkennen. Wenn du das schaffst, wie gesagt, dann kann ich Vergängnis zugreifen und dann kann es vorbeigehen. Das ist verrückt manchmal, aber das ist meine Erfahrung. Und du wirst merken, wenn man nur ein Leiden hast, was irgendwie scheinbar nicht vorbeigeht, dann nur deswegen, weil du ständig irgendwie im Widerstand bist, im Reagieren bist und so weiter. Wenn du merkst, dass du endlich mal, aber die meisten Menschen brauchen dieses Aufgeben von wegen, oh, ich kann nicht mehr. Ja? Puh, dieses ständige Kämpfen mit dieser Sache brauchen sie. Dann ist das eine Art Zwangshingabe, ein Zwangsfrieden von wegen, ich kann nicht mehr. Ich höre mal auf mit dem Widerstand. Das ist irgendwo. Ja, der erzwungene Friede, wenn man so möchte, und dann geht es vorbei, komischerweise. Ne? Ja klar, hättest du auch früher freiwillig machen können. Also wegen diese Übung, selbst im dunkelsten Loch, wenn man so möchte, des Lebens zu erkennen, auch damit kann ich echt im Frieden sein. Wieso kann ich das? Ja, weil ich ein göttliches Wesen bin. Ich habe ein Recht darauf bekommen, Zugriff zu haben auf Frieden direkt. Das haben nicht alle, behaupte ich mal. Und das macht es so schön, wenn ich darin auch erkenne, dass das nicht nur dass das im Grunde die Welt, also die Schöpfung am Laufen hält und welche Funktion es hat. Ja, wenn ich also etwas nicht in meinem Leben abstoßen möchte, und die meisten nehmen halt Aversion, zum Beispiel, um irgendwas aus dem Leben wegzustoßen. Nur Aversion wirkt gravitativ. Ja, das ist das Verrückte dabei. Während Frieden wirklich, aber friedlich, ja, ohne dass Frieden sagt, das, was da ist, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist ein Teil der Schöpfung, aber ich hole es einfach nicht aus der Schublade, wenn ich es nicht erleben will. Aber es ist nicht falsch, Angst zu haben, sondern es ist einfach nur ein Teil der Raum aller Möglichkeiten. Und der Frieden sorgt dafür, nehme ich es raus oder nehme ich es nicht raus. Liebe sagt, ich nehme es raus, Frieden sagt, ich nehme es nicht raus, und that's it. Deswegen, ja, Frieden ist allgegenwärtig. Und wenn das mal, der Groschen da mal gefallen ist, dann kann man sehr gezielt anfangen, finde ich, sein Leben so ein bisschen auf die Bahn zu bringen, die man gerne hätte. Und Frieden ist auch genau der Bestandteil, behaupte ich, von allen anderen, die das Göttliche so ausmacht, die am wenigsten kultiviert sind. Deswegen haben wir ständig auch so ein Gedankenkarussell und sind ständig beschäftigt, innen und außen, mit irgendwas, weil ständig irgendwas angezogen wird. Und das ist Gravitation, ja. Wir haben aber irgendwie ganz wenig Stille. Für diese Stille im Geist und auch im Leben, diesen Frieden, ne, brauchst du genau das. Und das musst du im Grunde wollen und dann bestätigen, dass sehr unangenehme Empfindungen kommen und du im Frieden damit sein kannst. Und dann gehen die weg. Wow, man sieht inhaltlich, technisch, wie alles ja zusammenläuft im Frieden, welche Prozesse rundherum laufen, wo es eingebunden ist, was sich bedingt. In deiner Friedensmeditation kann man genau das mitfühlen, finde ich. Du hast dieses wunderschöne Badewannengleichnis, wie es man nennen würde, um zu spüren, der Frieden, der ist immer da. Wie viel Frieden kannst du jetzt wahrnehmen? Und dann gibst du ja die anderen Dinge da hinein. Vielleicht, wenn wir so ein bisschen abrunden für den Schluss und nur mal ganz so praktisch werden, wenn viele mitgehen können jetzt hier, ja, okay, ja, ich kann es dann auch praktizieren und mit dieser Friedensmeditation, aber dann bin ich in dieser Situation und keine Ahnung, ich nehme zwei Menschen her und ego behaftet im Streit und es fällt schwer. Was kann man da noch für einen Zwischenschritt gehen? Und wie, ich kann mir denken, Jahrzehnte, Jahre Techniken, dieser Zwischenschritt ist lange ausgedehnt, bis es da hinkommt. Hast du hier auf diese Frage nach diesem Zwischenschritt, wenn es jetzt eben nicht möglich ist, in diesen Frieden aufzugehen, dort zu baden und die Dinge da reinzugeben, weil man eben nur in dieser Ego-Schiene ist, der Beobachter kam als Beispiel schon. Was kann ich alles hier noch praktizieren, um dort leichter, Ja. immer öfter hinzugelangen? Also das Erste, wie gesagt, finde ich schon, dass man sich die Zeit da wirklich geben sollte, einfach mal zu sagen, die meisten würden zugeben, sie haben Frieden nicht wirklich. Also sie geben dem Kaufen von Bier meistens wesentlich mehr Zeit als dem Üben von Frieden. Und
Einfach mal zu sagen, ich setze mich mal hin für eine Viertelstunde und entscheide mich einfach mal Frieden zu fühlen, reinzuhorchen, wo ist der Frieden denn da, nicht zu erzeugen und dergleichen, sondern zu fragen, wie viel Frieden kann ich jetzt in diesem Augenblick spüren, den ich nicht erzeugt habe. Und dann einfach mal nur mich darauf auszurichten. Und das übt ja, wie auch in der Meditation gezeigt, dass du willentlich dich schneller ausrichten kannst auf diesen Frieden, weil du es einfach ganz oft schon gemacht hast. Das machst du mal 5 Minuten, vielleicht jeden Tag, für 2, 3 Wochen, da wirst du merken, du kannst recht schnell darauf zugreifen, weil du das im Grunde wie Fahrradfahren geübt hast. Dass du nicht irgendwo da erstmal suchen musst, wo ist denn das, weil das kennst du ja dann schon. Und dann wird der auch, wirst du merken, immer präsenter, immer greifbarer, weil der wird im Grunde wie Muskeln, wenn man so möchte, trainiert. Das ist nicht ganz korrektes Beispiel, weil das nur präsenter wird, was mehr vorher verdrängt worden ist. Also man kann es nicht vergrößern oder so, man kann es halt nur mehr dem mehr Raum geben im Leben. Das andere ist zu sagen, okay, wie mache ich das denn jetzt in der Anwendung, wenn das nicht eh schon gerade passiert durch meine Übungen von vorher, durch die Ausrichtung, ist, ich finde, das, was am wenigsten auch gemacht wird, ist wirklich genießen. Genießen ist der Zugriff auf unsere göttlichen Qualitäten. Das heißt, wenn du dich mit jemandem streitest, zum Beispiel, ja, und bist da erstmal nicht so weit bei Sinnen, dass du merkst, dass das gerade dir nicht gut tut, was da gerade passiert, und dem anderen wahrscheinlich auch nicht, dann koste es aus. Zelebriere den Streit. Es ist immer nur, wir versuchen immer irgendwas unvollkommen zu machen und dadurch wird das immer so unschön. Du wirst merken, wenn du das dann wirklich auskostest. Zum Beispiel, ich war, habe das früher mal gemerkt, ich hatte eine Phase sehr lange hier, da war ich sehr traurig und habe gemerkt, egal was ich mache, ich kann mich davon nicht ablenken. Es kommt ständig wieder auf mich herein, sobald es irgendwie still wird, irgendwie um mich herum. Ablenken bringt also nichts, also mache ich mal das Gegenteil, gehe ich da rein. Also habe die Rollos runtergemacht, habe entsprechende Musik angemacht, die dann dazu passte, habe mich in eine Ecke gesetzt vom Raum und dann mich zusammengekauert und dann wirklich mal war ich halt nur traurig. Ja? Und das war so schön, endlich mal nicht zu kämpfen, ja? Sondern zu sagen, es ist da und ich dusche mich jetzt einfach mal da drin. Und man darf das genauso genießen, wenn es ist ja da. Warum soll ich es dann nicht genießen dürfen? Ja? Und ich habe gemerkt, genau das, wenn du merkst, du glaubst, irgendwas im Leben läuft gerade falsch, man darf sich nicht streiten, man darf nicht wütend, man darf nicht traurig sein, man darf dies und das nicht, dann mach mal genau das Gegenteil. Sondern wenn es schon da ist, dann geh da richtig rein und zelebrier es. Und dann wirst du merken, diese Intensität, die vorher so durch den Widerstand so häppchenweise nur rausgegangen ist, die wird auf geballt kommen, aber weil du freudvoll, genießerisch mit diesem Leid umgehst, wird es plötzlich spielerisch. Ja, es wird nicht weniger ernst, wenn man so möchte, ja, aber es wird mehr wie Knetmasse. Du wirst merken, wenn du den Streit genießt und zelebrierst, ist der effektiver und klärender und ist schneller vorbei, als würdest du versuchen, den irgendwie zu flicken und künstlich an dem irgendwie rumzudoktern irgendwie, ja. Das gilt im Grunde für alles. Also wenn ich mich hinsetze, schon mit Chill-Meditieren, merke einen Schmerz, merke hier eine unangenehme Emotion etc., dann sage ich, komm her. Ja, also gib mir eine ganze Show. Und das nicht nur beim Film meditieren, sondern eben, was du schon meintest, auch live, wenn es wirklich dann das Leben dir irgendwas zuträgt, dann sagen, es hat einen Grund, warum das jetzt passiert. Und ich genieße jetzt mal nur das. Und es muss nicht immer schön sein. Das ist nicht der Punkt, weil das sind die Gewürze, wenn man so möchte. Und da, auch wenn am Anfang braucht man so ein bisschen blindes Vertrauen, aber die Erfahrung wird dir zeigen, dass dir dein Leben nichts präsentiert, was nicht irgendwo ein Juwel drin hat, auch wenn das von der Verpackung her vielleicht mal gerade sehr unschön aussehen mag. Also rein da, ne? So. Gar nicht irgendwie drumherum versuchen zu schustern. Wunderbar. Danke, was du uns hier nur dalässt. Die Praxis zum Zwischenschritt, Learning by Doing und rein, fühle es, beobachte es, lass es zu, gib dich hin, zelebriere es und ja, was für ein schöner Schluss, genieße es. Genau, gehört dazu, ganz wichtig. Mit all den verschiedenen Gewürzen des Lebens. lieber Stefan, danke an dieser Stelle, würde ich sagen. Ein wunderbarer Schluss. Sehr Danke gern. für das Teilen deiner Erfahrungen für deine Mitmenschen. Möge es euch dienen. Ja, zu dir. Mir hilft sehr weiter auf jeden Fall. Möge es dienen. Probiert es aus. Probiert es aus. Fein. Wunderbar. Wunderbarer Appell zum Schluss. Danke, Stefan. Alles Liebe und bis gleich. Bis gleich.